Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Sigiland. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier in Planet Coaster 2. Ja, wir haben letztes Mal begonnen, unser quasi so ein Themenmodul quasi zu bauen. Das haben wir ja schon ein bisschen geschafft. Ein bisschen was haben wir ja hier hinbauen können, was auch ziemlich gut dazu passt. Ich glaube, es wird auch recht gut angenommen. Das Ding hier ist auch voll. Ich bin ja nicht persönlich der Typ, der so gern so in diese Freizeitpark, in diese Attraktion reingeht, weil das ist mir zu heftig. Schlechte Erfahrung gemacht. Mir recht eine Wildwasserbahn. Schön, dass die hier die ganze Zeit nass werden. Aber ja, wenn die dabei Spaß haben, sollen sie es gern machen. Wir haben jetzt aktuell 46.000 Forschungspunkte und da würde ich ganz gern erstmal mit euch hier so ein bisschen weitermachen. Es gibt ja noch Schienenfahrgeschäfte. Wasser, Strom. Wollen wir uns vielleicht mal so Solarzellen gönnen oder was anderes? Fahrgeschäfte. Hier gibt es ja noch einige. Ein Ebenenfahrgeschäft. Ja, komm, machen wir das mal. Ein Riesenrad. Ich glaube, ein Riesenrad könnte ja gut. Und ein Freefall Tower. Bleiben wir noch 22.000. Oh. Ich glaube, wir gönnen uns das hier noch. Ebenenfahrgeschäft. Ja, ich glaube, das passt hier noch ziemlich gut rein. So, hier so. Ja, lass schon mal testen. Wege. Ein Warteschlangenweg. Ah, nee, ja. Warte mal, Wege können was? Also normaler Weg würde gehen. Oh, das ist der falsche. Stimmt ja. Wenn man sich nur einloggt, ist alles weg. Entfernen, entfernen, entfernen. Wege anpassen, bitte. So. Wieso hast du keinen Strom? Reichen unsere Generatoren schon nicht mehr? Vielleicht müssen wir doch die Solarzellen mal freischalten. Oh, du bist... Ach so, du bist auf der Höhe. Verstehe. Ich verstehe. Jetzt snappst du da auch ran. So, jetzt solltest du aber Strom haben, oder? Ja. Okay, können wir aufmachen. Was können wir noch szenarienmäßig hier reinmachen? Können wir das ein bisschen größer gucken? Oh. Ne, das ist so Viking angelehnt, ne? Wir wollten ja hier dieses... Genau, das passt, glaube ich, ganz gut rein. Ding, 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 ding.
So, dann hatten wir das doch schon mal. Das ist auch schick. Dann können Sie jetzt hier auch reingehen. Haben hier noch ein bisschen Spaß drin. Das passt, glaube ich, richtig gut hier rein. Gerade mit der Statue. Und dann hätten wir hier noch einen riesen Freefall Tower. Frage ist, geht's hier. Ach ne, hier hinten geht's rein. Und da geht's raus. Huch. Bin ich wieder verklickt. Bisschen hier rüber. Ist das möglich? Nicht genug Strom. Wie viel Strom brauchen wir denn bitte? Achso, du hast generell keinen Strom, ne? Setzen wir dich doch mal. Okay, cool. Leute. Das ist doch mega. Ein 4-Sterne-Park haben wir. Okay, nicht genug Strom, das haben wir gefixt. Ich glaube, diese kleine Ecke will ich erstmal so belassen. Und dann quasi wieder mit so einem Gebäude hier abschließen. Ist die Frage, wo hatten wir das drunter, das Szenario, ne? Ökosysteme. Das muss ich jetzt erstmal wiederfinden. Da ist das Ding. Ich muss die Straße mal ein bisschen verlängern. Nur so ein bisschen zumindest. Da passt es ran und hier passt es ran. Dann stellen wir es doch hier mal hin. Dann hätten wir doch einen sehr, sehr geilen Abschluss. Dass wir hier jetzt wieder... mit Stein das abschließen können. Oh Gott, kostet das was. Na, ja, ich finde, das ist mir schon gelungen. Wenn hier so durchgeht. 8er-Bahn, so ein kleines Ding, kleine Fahrgeschäfte. Wir können hier generell noch kleine Fahrgeschäfte reinmachen. Passen hier nicht rein, ne? Das Ding haben wir hier schon stehen. Ja, das ist das. Teacups. Kann ich hier... Doch, das haben wir noch.
Das passt doch hier, glaube ich, noch ganz gut rein. Warte, das ist jetzt bis ganz nach oben. Na, so, ja, so. So, was bauen wir hier noch hin? Oder hier? Können Sie das mal freilassen, ne? Oh, wir haben nur noch 56.000. Ist natürlich extrem weit nach unten gegangen jetzt. Weil wir sehr, sehr viel gebaut haben. Aber ich würde es ganz gerne mal ein bisschen verschönern hier. Gemäßigte Zone. Du bist da ein bisschen blöd. Kannst mal hier so hin. Gefallen ist. Ja, hier können wir das Gebäude verstecken. Das ist auch schon mal sehr cool. Und ich packe mal noch mit hier hin. Ja, Leute. Ich glaube, das gefällt mir. Jetzt haben wir so einen kleinen Mythologie-Zweig. Was ich schon mal sehr, sehr nice finde. Das Problem ist, jetzt tummeln sich natürlich alle hier. Was für ein Tag haben wir jetzt? Heute Frühling 27 Grad. Wir haben aktuell 32 Grad und keiner geht hier in den Pool rein. Hier gerade auch nicht. Und ich weiß nicht warum. Aber ja, das gefällt mir. Das heißt, hier so ein paar Fahrgeschäfte. Snackautomaten. Das passt doch richtig, richtig gut rein. Huch. Oh mein Gott. Ja. Sollen das Wolken darstellen oder was soll das sein? Okay, gehen wir mal ganz kurz in die Komplettübersicht. So, das sind alle Attraktionen, die wir haben. Sunflare 2.0 Einnahmen. 5.000 macht minder. So, Pools tägliche Einnahmen 0. Muss ich wahrscheinlich irgendwann mal drauf gucken, wenn es Probleme gibt mit. Wie soll ich es am besten sagen? Mit unserem Geld quasi. Dass wir nicht mehr so viel Profit machen. Profit geht gerade nach unten. 65.000 nur noch. Naja. Das wird doch. Warum will hier keiner mitfahren?
Ist euch das etwa zu gefährlich? So, was ich mir jetzt auf jeden Fall mal angucken möchte, ist die kleinen Solarzellen, vielleicht auch die großen. Können wir vielleicht hier hinten machen beim Strom? Oh, die kostet 40.000. Wow. Die war ein bisschen hochgesetzt, ne? Ach, komm mal her. Ah. Okay, verfügbarer Strom 0 von 300. Wo sehe ich denn den Strom? Wir haben nur noch 17.000. Jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen Piano machen. Also jetzt brauchen wir erstmal wieder Geld. Aber dafür haben wir was Schönes geschaffen, würde ich sagen. Da haben sie Spaß mit, die Leute. Hier sind auch ein paar People. Statuen und Monumente. Gefällt mir. Gefällt mir doch sehr, sehr gut. Abzug für Bedingung. Gesamtkapazität 300 Strom. Verbundene Verteiler 10. Stromverteiler 6. Das. So, was sagen Sie hier noch? Okay, das können wir verwerfen. Die Caps ist im schlechten Zustand. Jetzt fährt es doch wieder. Änderst du erstmal so allgemein so ein bisschen was und dann gehst du hier so in diesen Mythologie-Themenpark. Hier gehen sie auch richtig gut lang, ne? Und bis hierhin kommen sie noch nicht. Ding. So, Textur kopieren.
hier so ein bisschen schon mal den Weg hier hin ebnen. Dass man quasi auch hier hingehen könnte, so quasi, ne? Dass du hier vielleicht nochmal eine fette Achterbahn oder so reinmachst. Dann wollen wir wieder Geld haben. Big Amps. Achso, die haben wir schon gebaut. Ja, vielleicht so eine kleinere hier noch. Wir haben nicht so viel Kohle, ne? Wir sollten sparen. Okay, hier habe ich Strom auf jeden Fall, das passt soweit. Wassersauberkeit sollte eigentlich auch gegeben sein. Gewinn. Was ist hier? Einigung erforderlich. Brauchen wir noch mehr Personal zum Reinigen? Von Hausmeister hier. Hier. Schon wieder ein technisches Problem. Geht doch direkt hin, ne? Ja, die putzt da gerade. 100% Sauberkeit. Okay, da war gerade noch einer auf dem Weg. Vielleicht hatten wir einfach zu wenig, die einfach zu lange gebraucht haben, um da hinzukommen. Sehr gut. Ich muss mir diese Heatmap generell mal weiter angucken. Was ist hier los? Achso, die stehen an. Der Rest ist grün. Da freuen sich alle drauf. Hier steht 91.000. Wo haben wir das denn auf einmal her? Personalmoral. Sieht auch alles grün aus, bis auf so ein paar, die orange sind. Aber das ist ja so schlimm. Die müssen ja nicht immer gut drauf sein, ne? Okay, cool. Ich würde gerne irgendwo mehr Lampen reinmachen, ne? Wisst ihr? So ein bisschen fehlt mir das. Das sieht dann auch ziemlich cool aus über Nacht. Das ist schon schön gemacht. Muss man definitiv mal sagen. Okay, wir haben 115.000. Wo haben wir das her? Einnahmen sind plötzlich total in die Höhe geschossen. Okay, wollen wir doch noch schnell eine Achterbahn bauen? Boah, wir können noch viel, viel weiter forschen, ne? Komm, wir machen diesen kompletten Abschluss hier. Jetzt haben wir alle Ebenen Fahrgeschäfte. Kriegen wir doch das hier noch hier hin.
Geil. Da haben wir jetzt einen kompletten Abschluss hier, finde ich. Dann können wir doch noch mal kurz ein bisschen Szenarien durchgucken. So, das sind Tiger, Steine, gemäßigte Zone. Ich finde das mit diesen Steinen gar nicht mal so schlecht. Finde ich, passt da nicht ganz cool rein. Sonst wenn wir hier hinten so... das hier quasi komplett rüberziehen. Man könnte... Oh. Ja, aber wirklich eine schöne kleine Ecke. Oh, das blinkt aber cool. Ecke geschaffen. Mit diesem Mythologie, mit... Zeus, Athen, etc. Ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich nice. Jetzt warten wir noch, bis der Tag vorbei ist. So, dass wir noch einen Abschluss kriegen. Und dann können wir uns grundlegend nochmal Gedanken machen, wie wir dann dementsprechend weiter vorgehen. Ob wir die nächsten Themenwelten machen. Also Fahrgeschäfte haben wir komplett abgeschlossen. Ja, Rutschbahn könnte man nochmal machen. Strom haben wir auch abgeschlossen. Schienenfahrgeschäfte. Ach, guck mal an. Wir können jetzt unsere eigene Go-Karts bauen. Ja, müssen wir uns mal angucken. Werden wir auf jeden Fall tun. Vielleicht beim nächsten Mal. Eine kleine Go-Kart-Rennbahn hier zwischendrin. Geil wäre natürlich, wenn du auch Tunnels machen könntest. Das wäre natürlich richtig schick. Was sind denn so die Gedanken der Leute? Ganze Müll hier. Ich stecke da eine Menschenmenge fest. Etwas Kurzweiliges zu tun. Das sind so die negativen Gedanken. Ja, ist das gut hier? Luxus ist wenig. Alles gut aufgeteilt. So quasi von jedem ein Drittel dabei. Wir haben auch 4700 Gäste plötzlich im Park, ne? Einfach nur eine Schiffsschaukel. Das finde ich hier bei Nacht richtig schön gemacht.
Oh, nee, da wollte ich nicht hin. Kein Personal zugewiesen. Wenn du mehr Personal einstellen hast. Müssen wir noch mehr Personal einstellen? Sucht Arbeit, sucht Arbeit. Geht zur Mülltonne, leert Mülltonne. Scheint alles zu laufen. Hier ist halt ein bisschen dunkel jetzt. Wo war die Lampe? Unsere Taschenlampe von oben. Ich weiß nicht, warum die das nicht so schön finden, hier in den Pool reinzugehen. Das ist doch sehr, sehr schön gemacht hier. Unsere erste Attraktion, die hier, diese Wikingerstatue. Ah, ich glaube, die haben ja schon gut Spaß. Aber wie viele Menschen hier inzwischen hier reingehen. Ganze Menge. Okay, ihr Lieben, wir haben es jetzt 19.25 Uhr im Game. Ich bringe den Tag jetzt noch zu Ende und dann würde ich sagen, sehen wir uns an Tag 4 wieder. Also quasi morgen für euch. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.